Wir haben als Kollektiv, das bereits besteht, überlegt, wie können wir möglichst niederschwellig mit Leuten in Kontakt kommen und Kontakt herstellen zwischen Leuten von hier und zwischen Leuten von niemand anders. Ich habe gefunden, wir machen jetzt so ein Essen, wo was ist etwas, das international eigentlich überall gemeinsamer Nenner ist, wie Schutten oder Familie oder eben zusammen kochen. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir ein gemeinsames Kochen und Essen organisieren und mal schauen, was daraus entsteht. Wir versuchen, durch das Kochen und durch das Essen, durch die Komponenten Kontakt Möglichkeiten zu schaffen, eine Plattform, wo verschiedenste Leute ganz unabhängig von ihrer Herkunft oder von was sie gemacht haben, können zusammen in Kontakt kommen, können etwas mitbringen, können aber auch mit einem Bedürfnis herkommen, wenn sie etwas brauchen. Und es geht eigentlich darum, dass wir nicht zu viele Strukturen schaffen, sondern dass wir es einfach passieren lassen. Und eines der wichtigsten Punkte ist, denke ich, dass wir möchten einen Kontakt auf Augenhöhe herstellen. Einfach nicht, dass irgendwie der Helfer oder der Hilfesuchende so ein Machtungleichgewicht entsteht, sondern dass wirklich Leute, ob es Schreiner, Mechaniker, Künstler, Sänger, Lehrerinnen sind, ganz egal, können zusammenkommen und können schauen, ob da irgendwie ein Austausch möglich wird. Und man weiß es halt nicht so genau, was dabei rauskommt. Aber es kommt immer etwas Schönes dabei raus und es ist immer anders. Also was mich besonders gefreut hat, ist einfach, dass Leute zum Teil wieder kommen. Und zum Teil, also es ist schon mal jemand gekommen, der hat ein ganzes Essen vorbereitet und die Tupperware mitgebracht und hat wahnsinnig gefreut, das auf alle Tische gestellt und alle haben dann probieren oder das. Er konnte dann wieder Kontakt geben und gefragt, wo kommt das her, was ist das, wie ist es gemacht worden. Und er konnte dann erzählen von seinem Land, wo das, wie er das gemacht hat. Und das war wahnsinnig schön, weil er so etwas Kleines eigentlich wieder neue Verbindungen schaffen konnte. Und das sehen wir eigentlich jedes Mal. Und das ist wirklich, ja, mit wenig eigentlich schon viel erreicht. Es ist eigentlich ganz klar, dass man ja als Gemeinschaft funktioniert. Der Mensch ist kein Einzelkämpfer. Man funktioniert nur mit den anderen und zusammen und gemeinsam. Und von dem her ist es eigentlich logisch, dass jeder eigentlich seinen Beitrag dazu leistet, dass man gemeinsam wachsen kann. Ja, auf jeden Fall. Also wenn die Einzelperson, jeder Einzelne, der jetzt hier zu uns kommt oder wo sonst etwas macht, bewirkt etwas. Also, es ist wie ein Schmetterlingsflügelschlag, der etwas auslösen kann. Menschlichkeit für mich ist das, was der Mensch ausmacht. Wie ich eben schon gesagt habe, dass der Mensch eigentlich ein Herdentier ist, von mir aus gesehen, und alleine nicht überleben kann und auf seine Mitmenschen angewiesen ist. Und darum, es auch darum geht, dass man sich gegenseitig unterstützt und sich dem auch bewusst ist, dass man miteinander mehr erreichen kann als alleine. Das ist vielleicht auch wie ein Teil ist von unserer Idee, dass eben das wieder so ein bisschen zusammen und zusammen etwas machen und zusammen etwas erreichen ist. Und dass da einfach viel mehr möglich ist.